Herzlich willkommen im Groupama Stadium. Ich darf Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Hier sehen wir es, das ist die Aufstellung von Ihnen heute. Der Blick auf die Taktik, Buschi, ja, Tore schießen ist da eher nicht angesagt, sondern eher Tore verhindern. Ja, es ist immer wieder unglaublich, wie die sich hinten reinstellen, wie tief die stehen. Da musst du erstmal ein Mittel gegen finden. Forechecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Kyle Larin. Davis. Kein Problem für Boone. Jetzt der Ballverlust. Wird das eine Torchance? Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Sie warten auf die Gelegenheit. Abseits, viele fassen sich an den Kopf, das war eng, aber die Fahne ist oben. Nee. Und dann doch der Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Ball ist weg. Jetzt ist er durch. Ja, kein gutes Timing bei diesem Lauf. Abseits. Ein Pass mit viel Auge. Jetzt die Chance. Die Chance zum Tor. Abgepfiffen. Fahne oben.
Kyle Larin. Jetzt der Steilpass. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ziyech. Das könnte die Chance werden. Sofian Boufal. Gute Aktion. Kyle Larin. Das ist Ziyech. Ziyech. Youssef En-Nesyri. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Nusay Mazraoui. Sofian Boufal. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Das ist David. Schöner Pass da. Er holt sich den Ball. Davis. Davis am Ball. Da lassen sie den Ball gut laufen. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Der kann definitiv mehr, er kommt nicht so richtig zum Abschluss, hat es richtig schwer in diesem Spiel. Er pfeift an, Durchgang 1 läuft. Kyle Larin. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Gutes Tackling. Da wäre Platz für den Konter.
Ziyech kann jetzt über außen kommen. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Den Ball holt er. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Den Ball spielt er gut. Ganz knapp vorbei. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Schöne Aktion. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor, da hat er es geschafft. Schau noch mal auf das Tor, nimmt die kurze Ecke und da rechnet nicht jeder mit. Drin ist der Ball. Ja, das ist clever gemacht, das ist ein schönes Tor. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ziyech. Ganz energisch. Achraf Hakimi. Gut verteidigt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Enesiri. Der Ballverlust jetzt. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Naja, kein guter Ball. Und er schießt. Da passt der Torhüter auf. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ecke kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Super gemacht, gute Verteidigung. Die Chance auf den Konter. David. Da ist die Hereingabe. Schade, Ball ist weg. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Youssef En-Nesyri. Ganz stark abgeblockt. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. Sie verlieren ja also ganz knapp und die Frage ist, welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.